Mal einen Test, sag mal was. Hallo. So. Machen wir mal unsere erste Podcast-Folge, ne? Wir haben ja ein bisschen was zu erzählen. Okay, spät. 5 Minuten geht's los. Aber leider passt hier kein Kabel rein. Heute wird's geheuer, wird's. Moin Moin, willkommen zum neuen Video. Ja, ich würde mal sagen, dieses Format ist ein bisschen anders, aber wir dürfen beim Messe-Podcast mitmachen und die haben uns ganz tolle Fragen gestellt und wir dachten, das nehmen wir einfach mal auf. Und so ein Mikrofon sogar zugeschickt. Ja, mega so, stylisch. Professional. Und es geht auch direkt hier los. Wir verbinden uns hier mit denen. Jetzt kriegen wir gleich ein paar spannende Fragen gestellt aus dem Studio. Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß. Es geht wirklich vom Anfang unserer ersten Reise bis hin, wie wir diesen Bock da bekommen haben. Treten Sie Studio bei. Ah! Oh. Aha! Hallo! Hallo! Moin! Oh, der schöne grüne Van. Er ist tatsächlich wieder da. Da, er ist wieder. Glückwunsch! Dankeschön! Danke. Herzlich willkommen zu unserem Messe-Podcast. Mein Name ist Abian Povic und wir interviewen im Moment verschiedene Reiseinfluencer zu ihren Reiseerfahrungen in Vorbereitung auf die Caravan Salon in Düsseldorf. Heute sind Melinda und David bei uns zu Gast. Herzlich willkommen! Hallo! Hi! Ja, wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen und ein bisschen was über euch erzählen? Ja, ich bin Melinda, 36 Jahre alt, bin gelernte Friseurin, hatte 5 Jahre einen eigenen Friseursalon und 2018 haben wir alles verkauft und sind auf Weltreise gegangen. Genau, ich heiße David Toscano und bin auch 36 Jahre alt. Wir hatten beide immer einen Traum, ein eigenes Café zu haben und das hat leider nicht geklappt und deswegen sind wir mit unserem Van unterwegs und zeigen den Leuten, wie man auch im Van richtig guten Kaffee zubereiten kann. Boah, super cool. Wow, wie ist das gekommen, dass ihr euch entschieden habt, einfach quasi auf Weltreise zu gehen? Eigentlich waren wir sehr happy mit unserem Leben und es war vielleicht auch alles zu gut, dass es dann vielleicht schon zu langweilig war, dass wir dachten, irgendwie wollen wir noch ein bisschen mehr sehen. Das kann es ja noch nicht gewesen sein, auch wenn alles cool ist. Und wollten einfach noch ein bisschen mehr vom Leben sehen und einfach mehr Erfahrung sammeln. Wir waren noch zu jung, um zu sagen, wir sind angekommen in dem Leben, wo wir jetzt sind. Wir fanden das immer sehr, sehr spannend, auch so Abenteuer zu erleben und wollten einfach sehen, wie leben andere Kulturen. Und ich finde, 2 Wochen Urlaub reichen dafür halt einfach oft nicht aus. Ja. Absolut. Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Also in 2018, Februar 2018, mit unseren Backpacks gestartet, waren dann 15 Monate unterwegs, haben dann uns einen Van, also den Van, der hier hinten ist, uns gekauft und haben den ausgebaut 3 Monate, waren dann nochmal 2 Monate unterwegs und dann brauchten wir tatsächlich eine kleine Reisepause, weil irgendwie waren das sehr viele Eindrücke in kurzer Zeit und man ist irgendwie nicht so hinterhergekommen und haben uns dann entschieden, in Mannheim erstmal eine Wohnung zu mieten und waren dann auch knapp 2 Jahre in Mannheim, haben dann auch in Cafés beide gearbeitet, weil es ja immer noch unser Traum war, unser eigenes Café zu eröffnen. Und ich bin ja eigentlich Friseurin, aber fand immer die Idee vom Café auch sehr cool und habe dann selbst ein bisschen Erfahrung gesammelt. Genau, dann kam die Pandemie und dann hat das alles nicht so geklappt und dann haben wir entschieden, einfach wieder alles loszulassen und in unserem Van zu ziehen. Toll. Verrückt. Und wie lief das mit dem Van-Ausbau? 3 Monate ist doch auch ziemlich sportlich, oder? Ja, wir haben das Vollzeit gemacht, vor der Haustür bei meinen Eltern. Mein Papa hat uns viel geholfen und wir haben das, von morgens bis abends waren wir eigentlich nur an diesem Van beschäftigt. So, das Ganze funktioniert. Da bin ich ja mal echt happy drüber. Jetzt hauen wir nochmal die Solaranlage an den Laderegler und die Batterie auch an den Laderegler und dann gucken wir mal, was da passiert. Bin ich schon ganz gespannt. Verrückt. Hattet ihr irgendwelche Vorerfahrungen oder war das wirklich so von null aus? Absolut nicht, absolut nicht. Also gar keine Vorerfahrung. Ich habe Schränke von Ikea zusammengebaut und da auch nicht alles immer ganz richtig gemacht. Aber es war halt der unbedingte Wunsch da, dass so ein eigenes kleines rollendes Häuschen auszubauen. Und ich meine, auch schon damals gab es bei YouTube den ein oder anderen Kanal, der dann ein paar Tipps geteilt hat oder man konnte in Blogs was lesen. Und das haben wir dann halt gemacht, Tag und Nacht. Ne? Wir haben von morgens bis abends gearbeitet. Mellys Mama hat uns gut bekocht. Abends lagen wir dann da, haben die Bestellung für die übernächste Woche gemacht, YouTube-Video geschnitten,
6 Stunden geschlafen und dann ging es weiter. So war das für 3 Monate. Habt ihr das Ganze auch dokumentiert, quasi wie ihr den Van ausgebaut habt? Wir haben das damals dokumentiert. Ja, wir haben das dokumentiert auf YouTube. Genau, wir haben einen YouTube-Kanal und da haben wir alles eigentlich so weit dokumentiert, wie wir den Van damals ausgebaut haben. Der sah noch anders aus, weil in der Zwischenzeit in Mannheim, wo wir in Mannheim gelebt haben, wurde einmal eingebrochen und Feuer gelegt. Also mussten wir den ganzen Van wieder auseinanderbauen und wieder neu. Und ja, es war echt auch ein bisschen blöd, aber dafür haben wir jetzt nochmal unsere Arbeiten ausbessern können, wo wir gar nicht so happy waren. Haben gedacht, komm, haben wir das als Chance genommen und haben alles nochmal ein bisschen ausgebessert. Es war zum Glück nicht so, der Schaden nicht so groß, dass wir den kompletten Van halt aufgeben mussten. Wenn ihr jetzt zurückschaut, was ihr in euren Van eingebaut habt, was sind denn da so Sachen, wo ihr sagt, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen? Die benutzt ihr regelmäßig und vielleicht auch Sachen, die man so als normaler Mensch, der noch keinen Van ausgebaut hat, wo man nicht drauf kommen würde. Was sind denn da so Sachen? Also ich finde, ich fange mal morgens an, also ich finde es super schön, dass wir richtig viel Kaffee-Equipment dabei haben und uns morgens in Ruhe einen schönen Kaffee machen können. Das muss wirklich sein. Daran denkt der normale Mensch vielleicht nicht so. Wir haben auch schon Leute getroffen, die ohne Kühlschrank und ohne Toilette im Van gereist sind. Das wäre für uns nicht denkbar. Also gerade in den warmen Monaten oder selbst im Winter, wenn die Sonne auf den Van scheint, ist es ja mal schnell 20, 30 Grad drinnen warm. Und wir stehen halt sehr gerne autark und müssen da halt sagen, dass ja so ein Kühlschrank, eine eigene Toilette, dass man so eine Woche alleine stehen kann, ohne jetzt auf Landstrom angewiesen zu sein, für uns schon von Anfang an sehr wichtig war. Ja. Deswegen haben wir auch gleich Solarpaneele verbaut und das kombiniert mit einem Ladebooster, dass unsere Batterie auch während der Fahrt geladen wird. Und wir haben 115 Liter Wasser an Bord und das reicht uns beiden für 7 Tage komplett für alles, ohne dass wir großartig sparen müssen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und Stauraum. Also das haben wir am Anfang sehr stark unterschätzt, wie viel Stauraum man doch braucht. Wir haben gedacht, wir waren mit 2 Backpacks 15 Monate unterwegs, das reicht uns, wir wollen ja nicht so viel Zeug haben, aber irgendwie ist das doch wie eine kleine Wohnung und dann, es gibt irgendwie doch das eine oder andere, worauf wir doch nicht verzichten möchten. Auch gerade beim Kochen, ne? Wenn ich so dran denke, wie wir abends dann kochen, wir kochen schon sehr gerne und dann haben wir halt darauf geachtet, dass wir große Schneideflächen haben. Das hatten wir nämlich beim ersten Van-Ausbau nicht so berücksichtigt, dann war alles immer so eng und das, wenn der Raum eh schon eng ist und du dann noch keinen Platz hast, irgendwie gescheit Kartoffeln zu schälen und zu schneiden, dann macht's Kochen nach ein paar Tagen auch keinen Spaß mehr. Und wir hatten sehr lange Zeit keine Standheizung, die haben wir jetzt letztes Jahr einbauen lassen. Und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, wow, das macht auf jeden Fall Vanlife viel einfacher, weil auch schon allein bei 5, 6 Grad ist es einfach ungemütlich. Und wenn man da halt die Standheizung anmachen kann, ist es wirklich nochmal ein Game Changer gewesen. Ja, das glaube ich euch. Ich finde es auch total toll, euer Van, der ist so schön eingerichtet. Auch euer, also kurzer Fan-Moment, dein ganzes Instagram, die ganzen Bilder, es ist alles so schön zusammenpassend und die ganzen Farben, das ist super. Wie war das eine große Herausforderung, quasi so hübsche Deko, Komfort und eben auch, dass alles sehr eng ist, so gut zu kombinieren? Also danke erstmal für das Kompliment, es freut uns sehr. Das ist irgendwie so nach und nach entstanden. Ehrlich gesagt haben wir diesen Blauton, den wir an die eine Wand gepackt haben, war das ein Fehlkauf. Also ich hatte eigentlich eine andere Farbe ausgesucht, dann habe ich mich irgendwie vergriffen in der Farbe. Und dann war das halt so ein krasses Blau. Und ich dachte, Gott, nee, das ist ja furchtbar. Und dann haben wir es aber einfach trotzdem gemacht. Und jetzt finden wir das so schön, weil wir das dann allein mit der Deko, dann irgendwie hat sich das dann doch so zusammen so schön gemacht mit den goldenen Spiegeln oder irgendwie sowas, dass es dann halt irgendwie toll aussah und deswegen war das alles gar nicht so geplant. Das kam dann irgendwie so ein bisschen. Es sind auch viele Sachen aus unserer alten Wohnung gewesen, ne, die wir dann gekündigt hatten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wohin damit? Ist eigentlich zu schade, um es auf den Dachboden oder in den Keller zu stellen. Und wir haben echt viel verkauft und verschenkt, aber ein paar Sachen haben wir gesagt, nö, die hätten wir ganz gerne im Van. Also die passen da gut rein und so ein Spiegel oder mal so ein gerahmtes Bild. Und das kam irgendwie so. Eins nach dem anderen. Es war jetzt nicht vorne rein, so dass wir es vordesignt haben und gesagt haben, so muss es am Ende aussehen, sondern es hat sich irgendwie das so Schritt für Schritt ergeben. Ja, super. Also richtig nice. Toll. Ich habe ja schon angesprochen, euer Instagram. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, so jetzt startet ihr Social Media? Ja, wir sind damals auf Weltreise gegangen und wollten natürlich Kontakt halten zu den ganzen Freunden und Familie und alle, die wir so gerne haben. Und dann haben wir in der naiven Idee
in Deutschland gibt es das beste Internet, haben wir gedacht, boah, wenn wir dann mal irgendwann im Ausland sind und dann finden wir ein Café, das hat Internet, dann haben wir ja keine Lust, da eine halbe Stunde 50 Leuten zu schreiben, sondern dann wäre es doch cool, ja, wenn wir einen Kanal hätten, wo alle dann sehen, ach, die haben mal wieder was hochgeladen, da gucken wir das mal. Denen geht's gut, ne? Die Eltern wissen, uns geht's gut. Wir dokumentieren auch ein bisschen unsere Reise, was für uns ja auch Erinnerungen dann schafft. Ja. Und genau, es war erstmal einfach nur so, ja, dokumentieren und Familie und Freunde, ja, einfach zeigen, ja, wo wir sind, was wir erleben. Ja, auch so anstatt jetzt jeden einzelnen Chat immer wieder Bilder zu schicken, jeden auf, genau, WhatsApp oder sowas. Und dann war das einfach so, dass das Internet überall fast besser ist wie in Deutschland. Das war so die erste Erkenntnis. Ja. Haben wir das erste Mal in Albanien gemerkt. Ja. Und das zweite ist... In Albanien. In Albanien. War, ja. Ja, mitten in der Pampa hatten wir wirklich besseres Internet wie wahrscheinlich hier gerade. Und es war faszinierend, auch einfach für uns dann rückblickend dann mal so nach einem Monat zu sehen, boah, guck mal, wir waren vor einem Monat da und jetzt sind wir hier. Und auch so die Texte, die wir geschrieben haben und die Bilder, die wir gemacht haben, eigentlich so als eigener Tagebucheintrag. Also es war gar nicht die Idee da irgendwie, dass es so öffentlich wird und dass wir damit irgendwann mal, also dass wir es so viele Jahre auch machen. Das haben wir gar nicht gedacht. Es war anfangs ja auch nur so ein privater Account, bis wir dann zum Business-Account haben wir... Also war schon öffentlich, aber... Genau, nur öffentlich, aber nur so als... Also nicht als Business. Jetzt kannst du ja Business, wo man halt die Insights und sowas sehen kann. Das haben wir ja gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gab oder dass sowas ging. Nee, wir kommen ja gar nicht aus der Richtung. Und wie managt ihr das jetzt so quasi auf Reisen zu sein und gleichzeitig zu arbeiten? Habt ihr da so feste Zeiten oder ist es immer so... Ja, das wäre schön. Schön wär's. Das, dass wir feste Zeiten hätten, das nehmen wir uns immer wieder vor und wollen immer, kaufen uns extra Notizbücher und dann schreiben wir da alles ordentlich rein, wie wir das machen wollen und tagen und morgens planen wir unseren Tag. Ja, das versuchen wir schon seit 2 Jahren, das funktioniert noch nicht so ganz. Also ich weiß nicht, also ich finde, das ist so richtig eine krasse Disziplin, so zu reisen, die Reise zu genießen, ständig an anderen Orten zu sein und dann eine Routine zu finden. Also das funktioniert ganz, ganz schwierig. Und von daher vermischt sich Arbeit, Reisen und Privates, das vermischt sich einfach so. Mal arbeitest du eine Stunde, dann hast du eine halbe Stunde irgendwas anderes, wo du Gassi mit dem Hund gehst, dann schaffst du wieder eine halbe Stunde und dann machst du eine Stunde Sport oder dann kommt jemand vorbei und quatscht dich am Van an und dann erzählt man ja auch gerne mit den Leuten und unterbricht die Arbeit. Ja, und auf einmal ist 18 Uhr und man merkt halt, oh, ich habe nur die Hälfte meiner To-Dos geschafft, die ich irgendwie machen will. Und wenn es halt ganz, ganz wichtig ist, dann saß ich auch schon bis nachts um 3 oder 4 am YouTube-Video, weil ich das unbedingt fertig bekommen wollte. Ne? Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Einmal natürlich toll, dass wir unsere Zeit selbst einplanen können und morgens halt auch mal eine halbe Stunde länger schlafen können, wenn wir sagen, ach, ich muss ja nicht um 9 da sein. Dann aber abends manchmal doch, haben wir uns dann manchmal unter Zeitdruck gefühlt, wo wir dann gedacht haben, ach Mensch, jetzt haben wir doch irgendwie den ganzen Tag ein bisschen rumgetrödelt, das müssen wir irgendwie besser machen. Mhm. Ich würde sagen, es funktioniert jetzt auch mal besser. Aber es war schon ein Prozess, halt so diese Disziplin auch selbst dann quasi, ja, sich dann selbst zu geben, zu machen, wie sagt man das, ja. Ja, aufzuerleben. Ja. Ja. Gibt es so als Influencer irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Schwierigkeiten, die ihr erlebt habt, irgendwelche Herausforderungen? Also oder generell als Reisende, muss noch nicht mal unbedingt als Influencer sein. Also als Reisende war das erste Mal, ja, also uns haben Freunde oder auch Großeltern immer einen schönen Urlaub gewünscht. So, als wäre es halt irgendwie ein Urlaub. Aber ich finde, Urlaub und Reisen ist ja schon nochmal was anderes. So, und als Influencer ja, oder als Content Creator wird ja häufig, ihr arbeitet ja nicht. Ne? Es wird halt nicht als richtiger so, Job immer noch so ein bisschen. Ich dann sage, ich muss jetzt noch irgendwie 2 Stunden arbeiten. Arbeit. Das wird gar nicht so wirklich als Arbeit geschätzt oder so. Und ich verstehe das auch, es ist ein komplett neues Berufsfeld. Mhm. Und das ist auch für uns komplett neu. Also, Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwie an vielen Sachen orientieren kann, weil es machen nicht viele Leute und die es machen, viele erzählen da halt auch also nicht so transparent drüber. Beziehungsweise es machen schon vielleicht viele, aber keine, die wir jetzt kennen, so von hier. Also unterwegs haben wir welche getroffen, aber gut, sonst haben wir keinen Freundeskreis, die jetzt halt so einen Job machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es hier in Weinheim jetzt so einen Gewerbeverein Influencer geben würde, mit dem man sich da connecten kann. Das wenn man das schon im Gewerbe, wenn man sich selbstständig macht und das angibt, dann können die auch nichts damit anfangen. Ja. Habt ihr denn irgendwelche schönen Geschichten von Leuten, die ihr unterwegs getroffen habt? Irgendwie so ein Netzwerk aufgebaut oder sowas? Ja, ganz viele sogar. Ganz viele. Ich muss auch sagen, wo wir mit den Backpacks unterwegs waren, haben wir viel mehr von Kultur und Menschen
mitbekommen und kennengelernt. Wir wurden halt viel zu Hause eingeladen. Wir haben Couchsurfing gemacht und konnten. Sind per Anhalter gefahren und haben da die Menschen halt viel näher und das Land viel näher kennengelernt als mit dem Van, weil wir haben doch unser eigenes Zuhause. Man kann sich dann da irgendwo so ein bisschen verstecken oder irgendwo parken, wenn man nicht gestört werden will. Dann macht man die Türen zu. Und unterwegs waren wir doch mehr auf andere Menschen auch angewiesen. Also weil wir das so wollten, weil wir die ersten 6 Monate bis in den Iran per Anhalter gefahren sind. Die meiste Zeit. Wir haben auch mal einen Bus genommen, wenn uns jetzt keiner mitgenommen hat oder wenn es jetzt irgendwie schwierig war. Aber wir sind alles über Land und da haben wir echt richtig tolle Menschen kennengelernt, mit denen wir auch noch in Kontakt sind. Und das waren schon echt viele tolle Erlebnisse. Also ich habe auf der Reise auch gelernt, dass man einfach bedingungslos einfach hilft. Man kennt ja immer so, eine Hand wäscht die andere, ich helfe dir, dann muss ich dir auch helfen. Und dann war ich immer so, war immer so meine Frage, warum nehmen die uns mit? Warum lassen die uns kostenlos bei sich schlafen? Die laden zum Essen ein. Das ist ja einfach nur bedingungslos zu helfen, ohne zu erwarten, ja, aber nächstes Mal lädst du mich ein oder so. Und das war erstmal für mich schwierig zu verstehen und nicht vielleicht gleich zu denken, oh Gott, der will uns vielleicht irgendwas antun oder oh Gott, was will der von uns? Hilft er uns jetzt wirklich einfach nur so? Das war immer so manchmal sehr komisch und das war eine sehr tolle neue Erfahrung für mich. Das war schön. Ja, einfach die wir da gesammelt haben. Ja, und wie wir dann mit dem Van gestartet sind, da lernst du ja auch immer wieder viele Leute kennen. Also es ist wahnsinnig, wenn man denkt, am Anfang denkt man, oh, ich bin der Einzige, der das hier irgendwie aus dem Umkreis macht. Und dann, wenn man dann mal losfährt und die Stellplätze ansteuert, dann merkt man, es sind ja richtig viele Leute, die das machen. Und total viele feiern diesen Lebensstil und mit denen haben wir uns dann natürlich auch getroffen. Hat sich alles ganz normal ergeben. Dann stehst du Tür an Tür und dann brauchst du vielleicht einen Hammer oder du brauchst, weiß ich nicht, irgendwie Pfeffer oder sowas. Dann fragst du nach und dann merkt man, oh, wir sind ja irgendwie auf einer Wellenlänge, wollen wir nicht gleich zusammen frühstücken? Und ach, guck mal, die Hunde verstehen sich gut. Und dann hast du da gleich irgendwie einen Kontakt. Und mit denen sind wir immer noch mit allen in Kontakt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und tauschen uns regelmäßig aus. Zusammen gereist und dann waren wir eine Van-G und das war auch immer sehr cool. Das war richtig cool. Und und dann haben wir natürlich auch für uns sehr interessant, halt auch andere Influencer zu treffen, die dasselbe machen und auch zu gucken, ist es auch real oder wie sind die eigentlich in Wirklichkeit? Und es war einfach richtig toll, halt diese Erfahrung auch für uns zu sammeln, dass das tolle Menschen, die echte Menschen dahinter stecken auch. Ja, was würdet ihr denn sagen von all den Zielen, von all den Orten, an denen ihr schon wart? Was war da so euer Highlight? Welches Land? Das ist immer die schwierigste Frage. Also ich muss sagen, ich war schon sehr vom Iran auch begeistert. Also die Gastfreundlichkeit, die netten Menschen. Aber wahrscheinlich auch, weil man das einfach unterschätzt oder weil man immer ein bisschen mit Angst auch dahin reist. Weil viele natürlich das eher als Gefahr und als, oh mein Gott, wie kann man da hinreisen? Natürlich haben die da ihre Lebensweise, wo man sich natürlich daran richten sollte mit der Kleidung, dass man halt einen Hijab auch als Tourist halt trägt und lange Klamotten, gerade die Frauen. Aber sonst haben wir einfach die Menschen dahinter kennengelernt, die auch sehr offen und sehr modern und da waren wir total auch begeistert und es war eine sehr tolle Erfahrung, haben sehr tolle Menschen kennengelernt. Also ich muss sagen, so außereuropäisches Highlight ist auf jeden Fall auch für mich Iran. Myanmar fand ich auch sehr spannend. Das hat mir auch sehr gut gefallen und ich wollte schon immer mal nach Australien, seitdem ich mit 16 habe ich mal von Australien geträumt, weiß gar nicht mehr genau was, aber es hat mich so geflasht, dass ich am nächsten Tag aufgestanden bin und habe gesagt, boah, ich muss da hin. Und deswegen hatte ich da so, ich kann mich noch genau an den Gänsehautmoment erinnern, wie wir da gelandet sind und in Australien waren und das war richtig schön. Und allgemein muss ich sagen, so ein richtiges Highlight ist, ich finde das immer ganz schön, wir haben ja irgendwelche geopolitischen Probleme oder halt auch, ja, man versucht ja durch die Globalisierung, das, was ich heute hier mache, kann natürlich einen Effekt haben in anderen Ländern oder auf andere Kulturen. Und das fand ich ganz spannend. Das ist so ein Highlight, also generelles Reise-Highlight, was wir mitnehmen können. So, man sieht halt einfach die Netzwerke, wie Dinge funktionieren, wie groß die Welt tatsächlich ist. Ne? Wie viel Platz wir haben oder halt auch wie viel Müll tatsächlich an manchen Orten liegt. Also das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt gemütlich auf der Couch vom Fernseher sitze oder das in den Nachrichten im Radio höre. Oder wenn ich das tatsächlich selbst erlebe und vielleicht auch mehrere Tage in so einem Umfeld leben muss und dann die Menschen da sehe und mit den Menschen spreche. Also ich muss sagen, die ganze Reise war an sich ein absolutes Highlight und es fällt schwer, da jetzt einzelne Punkte rauszusuchen. Aber die gibt's natürlich, ja klar. Ja. Georgien, Armenien, Hammer, wenn ich jetzt so dran zurückdenke. Ne? Oder jetzt auch mit dem Van, wir waren auf Fuerteventura auf der Kanarischen Inseln.
auch sehr, sehr schön. Habt ihr denn gute Tipps und Tricks für Reiseanfänger oder auch Leute, die auch mit dem Van unterwegs sind? Zum Beispiel, wie findet ihr gute Stellplätze? Ich habe da wunderschöne Bilder gesehen auf eurer Website mit Blick aufs Meer und du liegst noch im Bett und hast den Kaffee in der Hand. Wie findet man denn solche tollen Stellplätze? Wir haben da eine sehr gute App. Es fragen uns ja auch immer viele nach Stellplätzen. Also wir teilen die nicht öffentlich, weil wir finden, das gehört zum Vanlife dazu. Man soll einfach auch ein bisschen selbst suchen. Aber es gibt eine App, die heißt Park4Night und da suchen wir auch eigentlich immer meistens unsere Stellplätze raus. Da sind auch Bewertungen drauf, da sind auch Bilder meistens. Wir geben den Ort ein und dann sieht man halt, ob man da auch stehen kann über Nacht oder ob das auch Campingplätze kann man da finden, freistehen und ob da, und meistens schreiben auch viele sogar noch sowas Kleines dazu, ob die Polizei die weggeschickt hat oder nicht, um auch auf Nummer sicher zu sein, dass man da halt auch safe ist. Ja. Sonst haben wir manchmal auch bei Google Maps, gucken wir ja, immer so ein bisschen über Satelliten, ob da irgendwie so ein Platz ist oder ein Parkplatz. Mhm. Oder man kann das sogar manchmal auch eingeben bei Maps. Halt, ne? So, also es gibt ja für jedes Land gibt es gewisse Suchbegriffe, was Wanderparkplatz zum Beispiel heißt. Oder das kriegt man dann noch ein paar Mal raus, wenn man sagt, oh, das heißt so und so, zum Beispiel auf Dänisch, mir fällt es gerade nicht ein. Und dann kann man das immer wieder eingeben, diesen Suchbegriff. Und dann findet man ganz viele von diesen Orten. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen, je mehr Erfahrung man natürlich auch hat, desto ein besseres Gefühl kriegt man auch für Orte, wo kann man sich hinstellen. Freunde zum Beispiel, die sind so richtige Wildcamper, die zwei Franzosen, die haben immer nach Antennenausschau gehalten. Also auf Bergen haben die immer nach Antennenausschau gehalten, weil die wussten, also sie hatten aber auch einen Kleincamper, die wussten, da oben muss auch immer ein Wartungsfahrzeug hinkommen. Also die sind ohne irgendwelche Google Maps oder sonst irgendwas gefahren. Stimmt. Die hatten das halt einfach immer, per Sicht gemacht und haben sie dann immer hoch zur Antenne und standen die mitten in der Natur und hatten meistens. Du hast den Ton irgendwie ausgemacht. Ja, habe ich. Ja. Also in Italien hatten wir auch die Erfahrung, dass man bei Google Maps auch kostenlose Womo-Stellplätze oder Womo-Stellplätze gibt es in Frankreich und in Italien auch sehr viele kostenlose Wohnmobil-Stellplätze und die findet man auch sogar über Google. Und häufig ist da halt auch Wasser mit angeschlossen, das heißt, man kann Wasser auffüllen und ablassen und es gibt sogar Strom, was wir halt nicht brauchen, aber andere dann schon. Und ansonsten findet man Wasser wirklich überall. Also wir haben einen Filter angeschlossen und deswegen können wir dann auch Wasser von Tankstellen benutzen oder es gibt überall öffentliche Brunnen, also jetzt auch gerade in Spanien. Ja, bei Park4Night stehen zum Beispiel auch die Brunnen dann drin, so öffentliche Brunnen, wo man auch Wasser holen kann. Ja. Das ist dann auch sogar mit einmarkiert. Ja, super. Also das ist ja auch ein total guter Tipp, um Geld zu sparen. Genau, auf jeden Fall. Noch irgendwelche anderen Kniffe? Ja, also wir kochen, also gerade beim Essen sind wir sehr, sehr drauf bedacht, immer selbst zu kochen, einfach weil es auch selbst am besten schmeckt. Mhm. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen kompliziert, mit einem großen Camper in die Stadt zu fahren und da irgendwas zu essen. Natürlich und unterstützen ist auch wir teuer, auch, jeden Tag essen zu gehen. Ja, natürlich unterstützen wir auch die Locals, wenn wir irgendwo in der Stadt sind. Dann essen wir meistens etwas, was wir uns im Van nicht zubereiten, wie, weiß ich nicht, Pommes, weil frittieren tut man im Van ja häufig eher nicht. Genau. Also wir zumindest nicht. Und dann, na klar, essen wir auch was auswärts. Aber ich sag mal so, jetzt meistens essen wir frühstücken im Van und wir essen auch zu Abend im Van. Und wenn wir dann mit Freunden unterwegs sind oder jemanden trifft, dann ist es ja auch wunderschön, irgendwie zusammenzusitzen und auf einer Picknickdecke zu Abend zu essen. Genau. Ansonsten gibt es auch noch Apps, um die günstigste Tankstelle zu finden. Das macht man hier in Deutschland. Günstiger tanken zum Beispiel, dann kannst du halt die Tankstelle im Umkreis von 10 oder 20 Kilometer finden. Und wenn wir eine Strecke entlang fahren und ich dann sehe, da unten kostet der Sprit vielleicht 10 Cent weniger, dann tanke ich natürlich da unten. Und es macht dann halt schon auch ein bisschen was aus. Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir halt dauerhaft im Camper leben, hat man natürlich auch nicht so hohe Kosten. Wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus hat und noch den Camper zusätzlich. Wir produzieren unseren Strom selbst und zahlen keine Miete, gehen selten auf Campingplätze, das machen wir natürlich auch. Das machen wir auch mal hin und wieder. Ich würde mal sagen, zu 90% stehen wir halt frei. Aber wenn man zum Beispiel auch jetzt nur wegen einer Dusche oder sowas sucht und halt nicht auf einen Campingplatz möchte, kann man auch in Schwimmbädern nachfragen. Da zahlt man dann irgendwie 2 Euro, dann darf man die Dusche benutzen. Genau. Ah ja, das wusste ich auch nicht. Super praktisch, wow. Cool. Moment. Achso, gibt es denn irgendwas, worüber ihr beide noch reden möchtet? Irgendwelche Themen, die euch noch am Herzen liegen? Also ich dachte immer, das wissen alle, aber ganz ehrlich, Leute, reist nicht ohne Toilette und bitte nehmt auf jeden Fall den Müll mit. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir haben wirklich schon Plätze gesehen an Orten und ich weiß, das sind ganz
häufig nicht die deutschen Camper, sondern es sind dann auch häufig andere, die dann da hinkommen, 16, 17 Jahre alt sind und irgendwie im Auto sitzen, abends eine rauchen und das dann einfach wegschmeißen. Aber es ist, aber man denkt halt immer, das sind ja auch oft die Camper. Es ist, halt, ne? Aber es muss ich halt wirklich nochmal loswerden. Das weiß ich natürlich nicht, aber es ist trotzdem immer noch leider so, dass viele Plätze wirklich leider nicht sauber hinterlassen werden. Wir wissen, man weiß halt nicht natürlich wer, aber das ist halt... Ich weiß nicht. Also wichtig. Wir haben auch oft schon so Saubermachaktionen gestartet, dass wir uns dann einfach Handschuhe genommen haben und dann sauber gemacht haben. Und das kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt eine Plastiktüte und einen Handschuh, dann sammelt ein bisschen Müll auf, weil es wird, ja, die Natur der Nächste wird sich freuen. Genau. Ja. Und man selbst auch. Also ich könnte auch nicht so parken, wo Müll ist. Gibt es denn irgendeine sehr spannende oder außergewöhnliche Geschichte, irgendein Erlebnis, was euch richtig vom Hocker gehauen hat, was ihr mit uns teilen könntet? Ja, haben wir da eine, ne? Die erzählen wir mal gerne, weil wir die mal sehr witzig finden. Wir haben in Griechenland waren wir auf einer Work-Away-Farm. Also da haben wir so Work-Away gemacht, genau. Da haben wir halt für Kost und Logis halt da mitgearbeitet im Garten, haben zwei nette Franzosen kennengelernt und die waren mit dem Camper schon unterwegs, da waren wir aber mit Backpacks erst und sind dann mit denen halt nochmal ein bisschen mitgereist. Wir haben uns dann gut angefreundet und die haben uns mitgenommen. Und dann wurden wir immer mehr und irgendwann waren wir 7 Leute in diesem kleinen T3. Und dann waren wir auch schon in einem kleinen Van. Vorne. Also wir haben in unserem Zelt draußen geschlafen, wenn wir dann irgendwo angekommen sind. Da waren wir nämlich mit Zelt unterwegs, aber die haben uns halt mitgenommen. Quasi. Genau. Also wir mussten uns nicht jedes Mal einen neuen Fahrer suchen, sondern wir sind mit denen ein bisschen gereist und das war dann auch in Georgien. Die besagte Geschichte und die Polizei in Georgien hat sich nur interessiert, dass vorne die Leute angeschnallt sind. Was hinten passiert ist, ob da jetzt ein Hühnerkampf stattfindet oder irgendwelche anderen Sachen, das hat die überhaupt nicht interessiert. Und dann sind wir auf einem Pass gewesen, ungefähr 2000 Meter hoch, kam gerade aus der Stadt Tiflis und oben war halt, ich weiß es nicht, hunderte Schafe, die ganze Bergkuppel war voller Schafe und es stand ein Militärgebäude da und auf einmal kommen so, weiß ich nicht, so ein paar Militärleute so richtig mit Maschinengewehr und in ihrer Ausrüstung daher und sagen, Passaporte. Und dann, aber hinten haben die uns gar nicht gesehen. Ich bin gefahren an dem Tag und ich gebe dem halt auf einmal 7 Passports raus. Die kamen dann immer so von vorne nach hinten und der guckt dann so, immer einen mehr dazu gegeben. 2, 3, dann waren wir 7. Und das hat die irgendwie so überhaupt nicht interessiert und dann sind die da in ihrem kleinen Verschlag verschwunden. Das war einfach nur so eine, was war das, so eine Blech? Bauwagen. So ein Bauwagen, ja, genau. Und haben dann die Passports geprüft. Ja, und wir haben das Auto einfach stehen lassen und dann haben wir uns da umgeguckt, haben Fotos gemacht von den ganzen Schafen, von der faszinierenden Landschaft und auf einmal kommen so 4 Schäfer auf uns zu. Blaue Lippen, rote Ohren. Es war kalt Ohren. Da oben. Es war richtig kalt und die haben uns zum Chacha-Trinken eingeladen und Chacha ist halt der georgische Schnaps. Und dann hast du aber so einen richtigen Becher Chacha bekommen. Und zum Nachspülen gab es Wein. Und danach durftest du Käse, Knoblauch und Brot essen. So, und da wurdest du dann eingeladen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Und das war irgendwie so lustig, es war dann wie so eine, es war halt einfach so Vertrauen, Family, die waren da halt, die haben den ganzen Tag halt nichts gemacht und die fanden das halt cool, dass da jemand vorbeikommt. Und dann waren wir da 7 junge Leute, haben mit denen da Chacha getrunken, keine Ahnung, 3 Stunden abgehangen, bis unsere Pässe wieder da waren. Das hat ewig gedauert. Aber wir haben uns verstanden. Wir haben Russisch mit denen gesprochen. Genau, wir konnten gar nicht Sprache, aber irgendwie hat das alles geklappt und hatten einen richtig coolen Nachmittag. Und das hat aber dann zum Beispiel die Polizisten überhaupt nicht interessiert, dass wir da jetzt vielleicht auch einen Sitzen hatten. Also wir sind da nicht viel, weit gefahren, weil da war dann ein schöner See und da war ja auch gar nichts, wirklich nichts, nur Steppe und einfach eine Straße, da ist auch keiner vorbeigefahren, deswegen haben die sich gewundert, was wollen wir da. Genau, und das hat ihn zum Beispiel dann auch gar nicht interessiert. Und trotzdem war das, angeschnallt musste man aber sein und so eine Versicherung abgeschlossen haben. Das haben die immer geprüft, ne? Das stimmt, ja. Und wir sind dann, angekommen auf unserem Stellplatz und hatten dann diese Chacha-Sache im Ja, das war irgendwie Gepäck. Witzig. Das so, war nirgendwo in Georgien. Freunde gefunden, auch wenn es nur für einen Moment war. Aber ohne die Sprache zu sprechen. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ja. Wow, toll. Also wirklich verrückt. Okay, also dann vielen Dank, dass ihr diese ganzen Geschichten mit uns geteilt habt. Also ich hätte jetzt nichts aus dieser Geschichte kommen sehen. Ich dachte, das Erlebnis wäre, dass da so viele Schafe aus auf der Straße standen. Ja, das dachten wir auch. Und dann, es kam immer mehr dazu. Und auf einmal gab es was zu essen und es war wie so eine Party auf einmal. Es war sehr, sehr lustig. Kann man in Worte kaum ganz beschreiben. Unerwartet. Aber das war eine sehr schöne Situation. Sehr skurril, sehr, sehr verrückt und sehr unerwartet. Aber das sind die schönsten Situationen auf Reisen, wie ich finde. Mhm. Ja, toll. Also ihr beiden, wenn man euch finden möchte und mehr von euren Geschichten und von euren Bildern sehen möchte, wo kann man euch denn finden?
Also am besten im Internet nach Melinda und David suchen. So. Genau. Dann landet man immer bei uns. Wir haben einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Genau. Melinda und David ist Instagram und David und Melinda ist auf YouTube. Aber egal, wie rum man das eingibt. Es kommt immer raus. Wir haben es nur so gemacht, weil Instagram ist eher so meine Plattform und YouTube ist eher so Davids Plattform. Ja. Und die Webseite für den Kaffee gibt es natürlich auch noch. Das genau. Die Webseite heißt melindaunddavid.de. Und da könnt ihr unser E-Book auch holen, wenn ihr euch für Kaffee interessiert. Es gibt auch bald eine gedruckte Variante, also auch gut zum Verschenken zum Beispiel oder für einen selbst. Da findet ihr tolle Kaffeetipps und Rezepte, auch ein paar Kuchenrezepte. Genau. Ja. Und viele Infos über Kaffee. Genau. Ja, dann vielen Dank, dass ihr gestern in unserem Podcast wart. Es hat mich sehr gefreut. Uns danke, auch. Dass wir dabei sein durften. Es war schön, nochmal die ganze Reise nochmal ja, zu erleben, nochmal, weil man redet ja nicht jeden Tag darüber. Es ist irgendwie auch nochmal für uns immer schön, das nochmal so zu erzählen. Genau, ja. Ja. Okay, dann vielen Dank und tschüss. Tschüss, ciao. Bis bald. So. Ach. Hallo, hallo. Jo, das war's jetzt mit unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, für alle, die jetzt mal noch nicht so lange hier am Start sind bei uns, habt ihr vielleicht ein paar Hintergründe erfahren. Wir haben auch noch die ganzen Videos hier drin, die sind halt schon ein paar Jahre alt. Könnt ihr euch auch natürlich gerne angucken, wenn ihr ein bisschen sehen wollt, weiß ich nicht, wie es in Indien war oder sonst wo. Genau, spricht ja nichts dagegen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Ich bin mal gespannt, wie diese ja, etwas andere Folge jetzt mal bei euch ankommt. Ab nächster Woche gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr auf den Van ein und erzählen euch da auch noch mal ein bisschen was dazu. Ansonsten ja, hoffen wir, ja, dass ihr gesund bleibt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Over and out. Tschüssi.